Schleudere denn die Vertanen im Weltraum? Ja, doch. Also jetzt. Ach so, jetzt nicht losschleudern, sondern töten. Ja, das ist natürlich viel besser. Oh oh. Ich komme nicht mehr zurück. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Ich bin Solar Psycho. Ich bin wieder am Start hier mit einem weiteren Video. Und hier haben wir letzte Folge aufgehört in Dead Space. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, länger zu machen, aber die Folge war ein bisschen zu lang. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesen keuchenden Kollegen von Cross. Also. Von, wir sind auf der Suche nach ihren Kollegen sozusagen, die sich mutiert haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ein paar haben wir schon. Viele fehlen jetzt nicht mehr. Kann ich jetzt eigentlich mal nachschauen, wie viele fehlen eigentlich noch? Wir haben... Ah, nur noch Nummer 2, 7 und 8 fehlen nur noch. Gut, ja, also wir sind auf einem guten Weg. Und ich glaube, allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis wir die haben. Und dann sollten wir bereit sein, den Leviathan zu fighten. Denn das ist nämlich der Grund dahinter, wenn wir all diese 7 Infizierten erledigt haben oder gereinigt haben, dann ist der Leviathan geschwächt und dann haben wir eine Chance gegen ihn. Das ist so der Gedanke dahinter. Und ja, let's go. Textlog sammeln wir später ein, aber ich will ja schon mal so ein bisschen Loot einsammeln. Und jedes Mal kam jetzt Gegner, sobald wir hier ein Kollege gekillt haben. Deswegen habe ich gerade Angst, dass hier jetzt auch wieder einer kommt. Aber ich finde es cool, wenn man hier sieht, wie es so abgesaugt wird. Gut, ja. Und wenn ich da so hingehe, sieht das einfach nur aus wie Deko. Okay, Textlog. Schauen wir mal. Ah, das ist wieder ein bisschen viel Text, oder? Ja, schauen wir mal. Organisches Wachstum. Also, by the way, ein Bericht aus dem Chemielabor. An Dr. E. Cross von Professor H. Jägerwald. Elisabeth. Wie gewünscht habe ich die neuesten Testergebnisse für das organische Wachstum, das wir auf dem Schiff beobachtet haben, beigefügt. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber wir müssen eine gemeinsame Studie mit Dr. Howell durchführen. Diese Substanz ist absolut faszinierend. Angesichts der Vorliebe für totes Gewebe dachte ich zuerst, es handelt sich um eine Art Pilz, aber die Zellen ähneln am ehesten Bakterien mit viralen Eigenschaften. Dieser Organismus infiziert andere Zellen durch Osmose, mutiert dann und vermehrt sich durch Agamogenese? Keine Ahnung. Die Geschwindigkeit, mit der es wächst, ist unglaublich. Eines dieser Bakterien vermehrt sich in nur einer Minute um das 20-fache. Deshalb konnten wir, glaube ich, auch keinen konkreten Entstehungsort ausfindig machen. Es schien einfach gleichzeitig an mehreren Stellen des Schiffes aufzutreten. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen. Aber ich glaube, es könnte eine echte außerirdische Lebensform sein. Also auf gut Deutsch, dieses ganze Glibberzeug hier lebt. Und wir sehen es ja auch hier, es bewegt sich. Professor Holloway vermutet, dass es sich um einen Lebensraumtransformator handelt. Die Gasentladung ist enorm, deshalb riecht es auch so übel. Aber welchen Zweck es dient, wissen wir nicht. Welche Organismen können in Symbiose mit ihm existieren? Gibt es sie da draußen? Können sie sogar empfindungsfähig sein? Ich werde sie auf dem Laufenden halten. Heinrich. Also gut, die gute... Wie heißt sie nochmal? Dr. E. Cross heißt Dr. Elizabeth Cross. Und Professor H. Jägerwald heißt Professor Heinrich Jägerwald. Gut zu wissen. Natürlich war auch der andere oder der Rest interessant, denn... Ja, es ist eben... Das hier ist alles sozusagen ein Kollektiv, ein Organ... Also es gehört alles zusammen. Das vermehrt sich alles auf einmal. Und es soll so ein Habitatwandler sein. Das war ein schnelles Ende. Geht doch nicht, dass die mich immer so jumpscaren. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich in... Genau, hier ab zu Nummer 2. Und vielleicht geht's jetzt weiter. Weil wir den geklärt haben, vielleicht kommen wir jetzt zu der Nummer 7. Okay, let's go. Oder ich habe irgendwas nicht gesehen. Was ich hätte sehen sollen oder können müssen. Das sehe ich gleich. Ja, was war das jetzt für ein Geräusch? Dieses Bild war ein bisschen seltsam. Schwerelosigkeit aktiviert. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Gegner vergessen. Diese Musik ist leider ein bisschen nervig. Diese Dramatik. Achso, jetzt muss ich da hinten rein und dann komme ich von da hier hinten rein und kann da wieder rausgehen. Ich sehe. Schwerelosigkeit deaktiviert. Oh, man sowieso gerade nicht, danke.
So, Speicher nicht vergessen. Ansonsten müssen wir sehr viel nochmal machen. Let's go. Wobei, so viel müssen wir gar nicht nochmal machen, weil ich ja gelesen habe. Ich habe mich jetzt by the way entschieden, so ein bisschen was zu lesen, denn jetzt gerade ist es so eine... Jetzt sind diese Hintergrundinfos größtenteils vorbei und man erfährt jetzt wieder so ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt hier ab und zu mal lesen. Wenn irgendwas interessant, spannend oder so klingt. So. Achso, ich bin voll, aber gut, nehmen wir mit. So, und jetzt muss ich hier kreativ werden. Schwerelosigkeit aktiviert. Jetzt muss ich sehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Hallo? Erhebe dich. Gesehen. Aua. Schwanzkopf. Warte, muss ich jetzt dahin? Aua. Wo bist du? Was bist du? Ich weiß es nicht, ob ich hier lang muss oder ob ich jetzt gerade wieder zurückfliege, aber ich fliege einfach mal. Aber es sieht gut aus. Aua! Ja, was bist du? Ah, Superman! Ah, no, Superman. Ich mag dieses Viech einfach nicht. Schwerelosigkeit deaktiviert. Was mache ich hier gerade? Ich habe die Turbine. Warum habe ich die? Was? Warum? Warum? Oh, ja. Yeah. Das passiert mit dir, Kollege. Okay, da hätte ich auch vorhin drauf kommen können, wenn ich mit Stars einfach diesen Elektroschlüssel kill. Aber okay. Hinterher ist man immer klüger und... Warnung. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Ja, ich habe sie doch ausgeschaltet. Da runter muss ich. Okay, dann gehe ich erstmal hier hin, ganz klar. Okay, da komme ich nicht rein. Oh nein, ich muss... Oh nein, das sieht aus wie so eine Timing-Sache. Ja, eindeutig. Aber der Timing-Sache mit Gegner wahrscheinlich. Sonst wäre es zu einfach. Aber gut, solange sich der Unbesiegbare ist, bin ich eigentlich happy. Ishimura, Crew-Hinweis und so weiter und so fort. Danke dafür. Ordentlich Muni und... Ich weiß nicht, wieso es hier ist. Aber es wird seine Gründe haben. Warte... Wenn ich jetzt das hier reinhalte, meint ihr, das explodiert? Ich will es nicht herausfinden. Ich habe Angst davor. Warte, warte. Geh weg. Oh, wo kommst du her? Wieso brennst du? Nein, jetzt habe ich meine... Jetzt habe ich mein Loot weggeschossen. Geh her. Ich traue mich da nicht rein. Ich warte jetzt erstmal noch die nächste Phase. Okay, weiter geht's. Ich lebe noch. Und ja gut, dass ich einmal jetzt Damage kassiert habe, war ein bisschen unnötig, aber... Hätte schlimmer kommen können. Ich bin jetzt nicht komplett verwurzelt. Ah, was habe ich da eingesammelt? Ich hab keine Ahnung. Und da sehe ich auch schon wieder gut. Aber es sah so aus, als ob ich da nicht hinkomme. Oh nein. Ist doch. Bin jetzt hoffentlich nicht zurückgegangen. Da muss ich rein. Da kann ich rein und da hinten kann ich rein. Ah. Das hier ist dann zum Zurückgehen. Hä, warum kommst du da jetzt? Kollege, Vorsicht! Okay.
keine Ahnung, aber meine Theorie mit dem, wie ich an das letzte Viech dann rankomme, ist dann falsch. Nicht hier durchkomme. Oh, ein Textlog. Oh, ein Textlog. Ich dachte, es wäre ein Audiolog. Dieses Handbuch ist auf der Seite des Kapitels. Was? Thermodynamische Reinigungsgeräte. Wartung und Instandhaltung geöffnet. Der Abschnitt Anmerkungen wurde folgendermaßen ergänzt. Ich habe alle Regler aus den Reinigungsgeräten entfernt und so weit wie möglich aufgedreht. Verrückt, aber das ist alles, was ich tun kann. So sollte zumindest ein Teil des Gases verbrennen. Denke ich. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Ich muss alles versuchen. Zu sehen, wie Hidaka ihre eigene Lunge auskotzt. Ja, das hat ihm nicht gefallen. Ich kann nicht, das kann nicht ich sein. Oh Gott, hilf uns. Gott ist nicht da. Der hat leider gerade ein bisschen was zu tun. So, bup. Bup. Dann können wir da wieder zurück. Später. Und ich muss da rein, deswegen gehe ich erstmal durch die Tür. Einfach immer dahin gehen, wo man nicht hingehen soll. Gut, hier ist ein Aufzug, das gefällt mir nicht. Ich dachte, hier könnte ein Lootraum sein. Deswegen gehe ich erstmal nach hinten. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Okay. Oh. Hallo, Kollege, ich habe dich gesucht. Dir wird es gleich besser gehen. Mach dir keinen Schluss. Alles wird gut. Hier ist auch das Ding da im Mund hat. Richtig widerlich. So, kein Gegner hier. Das erscheint mir nicht koscher. Jetzt nach links, genau. Direkt den Kopf abrasiert. Ich habe kein schönes Leben, aber gegen die Gegner finde ich den Ripper gerade sehr, sehr schön. Thermodynamische Reinigungsgeräte defekt. Halten Sie Abstand zu den Filtrationsrohren. Tschüss! Wie viele noch? Oh yeah. Okay, ist klar. Fand ich grad cool. Okay. Ab nach unten. Und hier kommen wir jetzt, glaube ich, da unten in diesen Raum rein, wo wir den Dude dann killen können und dann können wir da durchgehen und. You are. Okay, das ist meine geile. Halbwegs geile Fahrstunde. Dich das Leben dich zerreißt. Dich haben wir fest. Wenn du nicht mehr weiter bei. Nice one. Und hier ist jetzt das letzte Ding, das können wir jetzt entfernen. Sehr schön. Also so gesehen war es ganz gut, dass wir hier alles rasiert haben. Damit wir hier jetzt gleich durchkommen. Cross, irgendwas stimmt nicht. Es muss funktioniert haben. Mit den Enzymen hätten wir einen Frachter auflösen können. Okay, jetzt sperre das Lebensmittellager. Gehen Sie zurück und schicken Sie den Bastard ins All, solange es noch geht. Hey, feine Kraftausdrücke. Traumatische Musik hatte mal. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Also ist ja wieder typisch. So. Schwerelosigkeit deaktiviert. Jetzt kann ich mir endlich mal Zeit lassen. Und grübeln. Wir haben drei. Alter, wie viele haben wir dabei? Achso, das sind einfach alle, die wir schon haben. Das sind echt geile Waffen, muss man sagen. Also, Impulsgewehr, Ripper. Check. Die sind jetzt erstmal. Ja, ich sollte eigentlich sparen für Impulsgewehr. Da fehlen noch zwei Upgrades und Ripper fehlen noch eins. Laserkanone würde ich auch fast schon upgraden, aber wir haben ja gefühlt nie Muni dafür. Aber die wäre auch geil. Also die ist Nummer 3. Das sind so meine drei Waffen. Impulsgewehr für Distanz, Ripper für Close Range und die Laserkanone. Kanone, wenn es ein bisschen, ja, wenn es halt ballern soll. Schwerelosigkeit aktiviert. Diese dramatische Musik die ganze Zeit bouncen. Muss ich den Aufzug nehmen? Ja, denke ich schon, oder? Ja. Okay.
Okay, es ist, glaube ich, alles... Ah, wir haben endlich mal wieder Muni. Der Rest dürfte nachgeladen sein, jawohl. Okay, dann jetzt ab zurück. Weil jetzt müsste ja eigentlich als nächstes der Leviathan drankommen, oder bin ich jetzt ganz doof? Schwerelosigkeit deaktiviert. Wie komme ich nur hier? Kommst du her? Es macht so Spaß, einfach draufzuhalten. Und die dir gemütlich gegen den Strich zu rasieren. Jetzt auf die rechte Seite. Nein, nach unten. Tatsächlich. Okay. Ab nach unten. Vielleicht müssen wir jetzt wieder ganz zurück. Also bis dahin, wo wir durch die lange Röhre gehen wollten, wo sie uns dann kontaktiert hat. Das könnte sein. Dann wird es hier unten aber gleich unschön. Wir müssen dahinter. Und hier ist kein Gegner. Warum? Das hat nicht mal einen Sinn ergeben. Hä, was hat ihm das jetzt gebracht, die Dinger in die Luft zu jagen? Hä? Oh nein, jetzt müssen wir da hinten. Ah, oh, da wieder durch. Jetzt ist Timing angesagt. Das gefällt mir nicht. Jetzt können wir da geradeaus wahrscheinlich durch dahinter und jetzt ist er geschwächt. Jetzt sollten wir ihn bekämpfen können. Glaube ich. Also müsste. Also sollte schon, oder nicht? Oh yeah. Leviathan? Ich komme. Achso, erstmal Lebensmittellager. Dann komme ich. Luftschleusensteuerung. Warum? Achso, damit ich da raus kann. Mist! Die Schleuse ist offen, aber der Leviathan ist zu stark. Er hat sich im Lebensmittellager festgekrallt. Wir brauchen mehr Enzym. Wir haben keine Zeit. Ich gehe rein. Vielleicht kann ich ihn losschneiden. Der Leviathan hat eine Masse von 10 Kilotonnen. Muss ich ihm noch sagen, dass das eine schlechte Idee ist? Doch, das sehen wir gleich. Keine guten Ideen mehr. Was bleibt wohl noch? Schleudere den Leviathan im Weltraum. Ja, doch. Also jetzt. Ach so, jetzt nicht losschleudern, sondern töten. Ja, das ist natürlich viel besser. Oh oh. Ich komme nicht mehr zurück. Okay. Kollege Rich. Okay. Ja! Okay, ich glaube, so wird ein Schuh draus. Aua! Ich bin jetzt nicht so geübt darin, ihm auszuweichen, merke ich. Na komm her, na komm. Ach so, die geht einfach nur straight raus. Oh, habe ich die Aua gemacht? Oh, die tut mal jetzt aber leid. Versteck nicht. So. Oh, oh, er hat noch eins. Aber die gehen nur straight raus, das ist sehr gut. Nein, jetzt ist nicht mehr gut. Komm schon, der Putzgewehr. Auf geht's. Okay, ich bin gerade heiß, Kollege. Oh,
Ja, das war jetzt ein bisschen ungünstig vom Timing her. Das sehe ich ein. Ich muss mich direkt auf das erste stürzen. So, und jetzt auf geht's. Ah, jetzt hat er wieder zugemacht. Er geht jetzt bald meine Muni aus. Nice. Toxische Gefahr registriert. Hey, ich dachte, ich hab's jetzt. Nein, nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Isaac, erledigen Sie ihn. Aua, aua, da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Okay, come on, guy, come on. Fahr deinen Lachs aus. Oh, nicht den. Mir geht langsam. Flieg! Ich hab keine Munition mehr. Er geht langsam. Oh. Wo kriege ich jetzt Sauerstoff her? Wenn ich mal fragen darf. Ja gut. Oh, das war jetzt da, hat er mich ordentlich. 60 Sekunden nur, um ihn zu killen und ich habe richtig verkackt. Das war ungünstig. Also ich muss auf jeden Fall an meinem Timing arbeiten. Das merke ich schon. Und ich hätte vielleicht mal ein Sauerstoff-Upgrade holen sollen. Und ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal machen, sondern nur die letzte Phase. Ich hasse euch. Ich muss wirklich alles nochmal machen. Nicht euer Ernst, oder? Natürlich euer Ernst. In wen frage ich da eigentlich? So, aber jetzt weiß ich. Die ersten Pimmel kommen nur gerade raus. Also muss ich eigentlich nur, ja, schauen, welcher als erstes rauskommen möchte. Der untere. So, als nächstes der linke. Nach unten gegangen. Ah, das war doof geschossen. Aber im Rahmen des Möglichen. So, jetzt kommt der obere. Jetzt der untere. Da will ich nicht. Natürlich hat er jetzt auf einmal hier seine Richtung geändert. Aber ich weiß nicht, ob das noch gehittet hat. Ich glaube aber nicht. Ah, Sauerstoff. Gut zu wissen, dass hier Sauerstoff rumfliegt. Okay, die haben wir. Jetzt versuche ich mal hier einen anderen Ansatz. Na komm, na komm. Na komm. So, weil so explodiert das jetzt die ganze Zeit in seiner Phrase. Und wir haben es easy abgeschlossen. Okay. Nein, nein, er stößt alle seine Gasreserven auf. Er ist fast am Ende. Na komm, na komm. Erledigen Sie. Aua. Ah, den habe ich nicht gesehen. Komm schon, welcher von euch? Der nächste. Der nächste. Aua, wieso hittet er mich immer? Wieder der Linke. Diesmal konnte ich ausweichen, das war jetzt gerade echt mein Glück.
Linke kommt wieder. Okay. So, und jetzt brauche ich hier bitte. Aber. Ich finde wieder keinen Sauerstoff. Ich habe wieder keinen Sauerstoff gefunden. Kacke. Das macht es echt nicht einfach. Also Laserkanone gegen das mittlere Ding ist super. Ausweichen bei den äußeren Dingern war jetzt gerade nicht ganz so einfach, weil ich halt den Kugeln auch noch. Das ist gerade nicht einfach. Und ich brauche den Sauerstoff. Ich muss schauen, dass ich vorher schon rumfliege und Sauerstoff finde. Den ich dann jedoch einfach hinternehme. So. Und ich darf hier... Gut, ich habe theoretisch genug Medikits und alles. Das ist mir jetzt schon aufgefallen, das ausreicht. Aber ich muss jetzt ausweichen. So, der untere kommt als erstes. Da, aber er hat mich trotzdem gehittet. Ah, Chinese vielleicht. Nicht Chinese, sondern Stase. Keine Ahnung, ob das jetzt gehittet hat. Ah, okay, da bin ich schon zu früh rüber. Somit hat er gewusst, dass ich nach rechts ausweiche. Ups, das hat auf jeden Fall nicht geklappt. So. Jetzt kommt's gleich. Sehr schön. Nummer 1 ist down. Okay, jetzt geordnet. Na, das war jetzt wiederum dumm. Wenn ich mich hitten lasse, geht mir auch Zeit aus. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Da geht jetzt da. Okay. Komm her, Kollege. Okay, so war es nicht gemeint. Das war zu schnell. Da, komm her. Oh. Nicht einfach die Seite wechseln. Schon rauskommen. So, und jetzt kriegt er wieder meine Laserkanone zu spät. Komm her. Na komm, öffne es. Komm, na komm, öffne dein Maul. So, kurz warten, ich muss nachladen. Jetzt, auf geht's. Einmal geht noch. Das schaffst schon. Okay, die Anfangsphase, die schaffe ich inzwischen. Aber danach wird's doof. Warte, vielleicht kann ich mit dem Jetpack fliegen. Vielleicht machen die einfach mehr Schaden. Ups, das wollte ich nicht. Ich habe nochmal aus Versehen der Ripper-Klinge geschossen, das war dumm. So, jetzt brauche ich irgendwo Sauerstoff. Jetzt hilft euch nichts mehr. Oh. Aber ich finde keinen Sauerstoff. Egal, was ich hier finde, es ist kein Sauerstoff. Ich werde wieder abkippen. Einfach, weil mir der Sauerstoff ausgeht. Keine Ahnung. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, was ich machen soll. Ich werde es jetzt so wie Callisto-Protokoll halten, dass ich einfach jetzt euch jeden Versuch zeige. Der Anfang klappt gut. Aber ich finde einfach keinen Sauerstoff. Und ich traue mich nicht so nah ran, dass ich mir das genau anschauen kann. Ich muss wirklich schauen, dass ich die Items bam 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 durchballer. Praktisch alles, was hier rumschwebt, relativ zügig anschauen. Auf die Distanz sehe ich nicht, was was ist. Das ist gerade mein Problem. Na gut, dich kann ich mitnehmen. Dich auch. Das war meine Lebensversicherung. Und zwar der Sauerstoffteil. Das hier ist ein Medikit. Warte, das kann ich schon mal... Hier, Sauerstoffteil. Hier an der Tür. Okay? Okay. Dieser eine Sauerstofftank könnte mir meinen Arsch retten. So, dich nehme ich auch schon mal.
Wir machen das jetzt taktisch. Du bleibst schön da, gell? Bleib schön da, Sauerstofftank. Du bist meine Lebensversicherung. So. Jetzt sind wir vorbereitet. Was machst du dann da denn? Bitte aus dem Weg gehen, sonst wird das Ganze ein bisschen... So. Sauerstofftank hier. Müssen wir uns merken? Dieser eine Sauerstofftank könnte uns den Arsch retten. Okay, ich bin heiß drauf. Bin ready. Komm her. Ich muss noch lernen, wie ich erfolgreich ausweiche. Ja, zum Beispiel wieder nicht geklappt. Aua. Und ich heb mir jetzt mal die explosiven Dinger für die zweite Phase auf. Oh, sogar einen komplett gekillt. Okay. Na komm. Haben wir zwei direkt gekillt? So. Er kommt jetzt links oben. Ich dachte unten. Ja, das ist neu. Das hat er mit Absicht gemacht, damit ich nicht so viele Dinger habe. In der Endphase. In der zweiten, dritten Phase. Also in der dritten. Okay, come on. Öffne deinen Mund. Mach deinen Mund auf. Na komm. That's what he said. Komm schon. Komm schon. Dritte Phase jetzt. Da oben ist mein Gasbehälter. So. Ich weiß nicht. Aber ich jetzt auch einfach auf das Mittlere gehen kann. Aber sie ist auch cool. Isaac. Besieg ihn. So. Was mache ich? Oder was denkt sie, was ich hier die ganze Zeit mache? Ups. Okay, zum Glück habe ich die Medikits alle schon vorher eingesammelt. Da muss ich jetzt hier nicht so rumeiern. Was ich mich halt gerade frage. Frage beantwortet. Oh oh. Ich wollte nämlich gerade sagen, was ich mich frage, ob ich nur das mittlere Ding killen muss oder auch die anderen. Gut. Das hätte so viel einfacher sein können. Himmel, Herrgott. Das hätte so viel einfacher sein können. Du hast die Köpfe des Leviathan zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Danke, Isaac. Wieso redet sie jetzt auf einmal so komisch? Wir sollten reden. Ja, ich würde gerne mich mal über Kontakt freuen. Alter, das hat jetzt auch länger gedauert als... Alter. Wirbelproben scannen, wo? Ich würde jetzt einfach wieder zurückfliegen. Oder was ist hier Begehr? So, ich drehe mich mal. Oh Gott, da wird mir schwindelig. Ich gehe jetzt einfach hier zurück, oder? Hallo? Hallo? Runter? Das ist echt nicht einfach hier zu koordinieren. Schauen wir mal, haben wir hier irgendwo ist da irgendwas? Das leuchtet mich gar so extrem an. Oder sind hier die Gewebeproben? Ne, das ist einfach nur... da. Okay, dann würde ich sagen, einfach wieder zurück. Alter, aber dieser Kampf... Alter Vater. Ladies and Gentlemen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Die Luftqualität steigt. Aber hier und da gibt es noch Gasblasen. Hier und da geht in Ordnung. Hier und da geht in Ordnung. Hören Sie. Jacob... Mein Jacob. Zuletzt war er auf dem Abbaudeck mit den anderen Überlebenden. Er sagte, sie bauen dort einen SOS-Sender. Ist er fertig? Er ist wohl fast fertig. Ich habe aber nichts mehr von ihm gehört. Schon länger nicht. Ja, der ist tot. Ich kann jetzt noch nicht weg. Ich muss sicherstellen, dass die Luft ungefährlich ist. Aber wenn Sie diesen SOS-Sender finden, rufen Sie Hilfe. Sie kann nicht gehen. Abbaudeck. Okay, also erstmal schauen muss, ob alles ungefährlich ist. Wenn ich Jacob treffe? Aber ob ich... Sagen Sie ihm. Das ist egal. Ich finde ihn. Ich will ihn nur wiedersehen.
Also ich darf. Da ist egal, wer das nicht ungefährlich ist. Das ist ja, das ist komplett egal. Ein SOS-Sender. Jemand hat alle anderen über Bord geworfen. A6, es gibt eine Abkürzung zum Abbaudeck in der Nähe von Cross Arbeitsplatz. Abkürzung, ich werde sie öffnen. Donnerwetter, wir könnten tatsächlich aus diesem Albtraum entkommen. Ja, ich habe jetzt nicht vor, hier zu verschimmeln. Hier rein? Oh, da. Na gut, Ladies and Gentlemen. Wir sind jetzt auch schon bei knackigen 35 Minuten. Wahrscheinlich bestand die Folge jetzt fast nur aus dem Fight gegen Leviathan, aber Alter, das hat mir jetzt, Alter, das hat echt viel abverlangt. Also das war jetzt wirklich so die erste Stelle, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich haarig. Aber ich glaube, ich war teilweise echt entweder kurz davor oder ich habe mich einfach nur in der dritten Phase so doof angestellt, weil ich musste einfach nur das Ding wieder zerstören. Wahnsinn. Anja, ich hoffe, euch hat es gefallen, Ladies and Gentlemen, also diese Folge. Und ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ich es geschafft habe und hoffentlich nicht nochmal machen muss. Bedanke mich fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.